Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Symbolfigur Heidelbergs darf natürlich hier bei der 50. Vorstellung des Studentenprinzen nicht fehlen. Und wir haben damals Peter Spuhler und das Ensemble ins alte Haus gebracht. Und wir wollten es uns natürlich nicht nehmen lassen, den Peter Spuhler und das Ensemble heute Abend zu verabschieden. Und mein erster Dank gilt diesem großartigen Ensemble vom Studentenprinz. Ein herzliches Dankeschön für 50 wunderbare Vorstellungen. Wir haben ja heute zwischendrin nicht in anderer Funktion schon mal da gewesen. Ich möchte mich nochmal bei diesen Laienschauspielern herzlich bedanken, die Geschenke dabei haben, die wir jetzt gleich dem Mann überreichen werden. Ihr könnt ruhig, der Herr Bürgermeister rennt immer gleich auf die Bühne und denkt, das ist doch mal so. Also, ihr dürft ruhig, aber die Hauptfigur darf ich hier mit auf die Bühne bitten. Unser Peter Spuhler. Lieber Peter, 6 Jahre Intendanz in Heidelberg, wunderschöne Zeiten hast du uns gegeben. Ich habe vorhin, eben mal kurz, ich habe vorhin mir Unterschriften hier gesammelt. Was der Herr Oberbürgermeister nicht gemerkt hat, ist, was ich ihm untergejubelt habe, was er unterschrieben hat. Bestätigung. Hiermit bestätige ich, der Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg, Dr. Eckhard Würzer, bei einer Rückkehr des früheren Intendanten Peter Spuhler, die sofortige Wiedereinstellung zum doppelten Kindergehalt. Darüber hinaus wird die Madonnenstatue am Kornmarkt entfernt und durch ein Peter Spuhler-Statue ersetzt. Das war ich jetzt schon mal als Geschenk geben, lieber Peter. Geschenke haben wir dir gemacht. Du weißt, eines der Heidelberger Kurfürsten sind nach Mannheim und nach Schwetzingen gegangen und die haben ihr Wasser mitgenommen. Wasser wird immer vom Schlossberg nach Schwetzingen und nach Mannheim gebracht. Und du gehst jetzt nach Karlsruhe. Armer Karl, ja. Haben wir überlegt, Wasser geben wir dir nicht mit. Aber wir haben diese Geschenke wunderbar verpackt. Und überall ist gute Heidelberger Luft drin. Hier in der Mitte nach Karlsruhe aus Kostengründen. Und jetzt höre ich auch gleich auf. Peter, und als ganz persönliches Geschenk darf ich dir etwas mitgeben. Ein Stück von der Symbolfigur Heidelbergs von Pergio, diesen Weinglas zur Erinnerung an Heidelberg, an die schöne Zeit. Und vielen, vielen Dank, Peter. Viel Erfolg in Karlsruhe. Viel Erfolg, Herr Generalintendant. Ist ja tatsächlich kein Wahl. Ich habe gedacht, dass ich heute nicht sprechen müsste. Ich will es aber trotzdem tun. Liebes Ensemble, vielen, vielen Dank. Ihr Lieben, die ihr so lange dem Studentenprinz Herzblut gegeben habt. Liebes Orchester, dafür, dass ihr bei dieser Kälte gespielt habt. Herzlichen, herzlichen Dank von uns allen, glaube ich. Ihr Ich glaube, unser schönster Moment, auf den ich mich schon seit einigen Jahren freue, kommt heute noch etwas später. Aber vielen Dank, dass Sie heute die Vorstellung dirigiert haben. Lieber Kevin, du warst der Erste, der mir von Heidelberg erzählt hat, von dem Studentenprinzen auf dem Schloss. Heute auch für dich eine besondere Vorstellung, glaube ich. Die wievielte war es für dich? Ich glaube, morgen werde ich das erstmal wirklich realisieren, was das alles mir bedeutet, diese ganzen Jahre hier in Heidelberg, das war mein Anfang, Bühne hier im 1988 und der Student Prince war meine erste Rolle hier in Deutschland. Also am Schluss, da könnte ich gar nicht mehr singen, weil mein Herz ist wirklich hier verloren geworden. Danke, Kevin. Danke euch alle Berufungen, die Technik, die Requisite, die Kostüme, Licht, Ton. Das war eine so schöne Zeit und danke vor allen Dingen
an euch, an die Zuschauer, an dieses wunderbare Heidelberger Publikum. Ich glaube, die wir gehen, werden euch alle sehr vermissen. Ich habe heute schon gestern ein bisschen in der Liederprobe reingehört. Das wird ganz toll. Bitte also unbedingt auch weiter in der großen Zahl kommen. Das ist ganz wichtig für das Heidelberger Theater. Da sind so einige Songs, die mir sehr zu Herzen gehen beim Studentenprinz. Ich habe ihn, glaube ich, wirklich sehr geliebt. Man hat sich am Anfang ein bisschen gewundert, warum ich das Stück auf den Spielplan hebe. Ich glaube, wir haben heute wieder gesehen, warum. Und Golden Days, das waren wirklich goldene Tage. Vielen, vielen Dank an Heidelberg von uns allen. Vielen Dank. Es ist eine ganz wunderbare Stadt, in der Sie leben. Und es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Entschuldigung. Ich habe wirklich nichts gewusst. Lieber Wolf, lieber Dieter, liebe Christina, lieber Uwe, liebe Ingrid, lieber Wolfgang, lieber Thomas, das war ganz außergewöhnlich. Das gibt mir gerade viel Kraft, die ich brauche und hat mich gerührt und der Fanfarenzug, bitte nochmal herzlichen Dank, hat mich zu Tränen gerührt. Das war ganz, ganz wichtig. So hat es angefangen, so schließt es jetzt. Das war eine gute Sache. Dankeschön. Lieber Peter, ja, da können wir ruhig noch mal applaudieren. Vor allem herzlichen Dank möchte ich loswerden an die Frau, die das alles organisiert hat, diese Auftritte, die es vor dir geheim halten musste. Peter, bleib da, du bist noch nicht fertig. Ich möchte ganz besonders Dank sagen, Monika Fischler. Liebe Monika, herzlichen Dank dafür. Das kommt ein sehr rührender Augenblick, aber 50 Mal kam die Kutsche da reingefahren und wir haben uns überlegt, wie wir dich heute verabschieden nach Karlsruhe. Du darfst jetzt in diese Kutsche einsteigen und das Orchester spielt zu deiner Ehre. Muss ich denn? Ein Moment bitte noch. Wir müssen noch bei einer Frau herzlich Dankeschön sagen, nämlich Katharina Simmert, die die Schlosserspiele organisiert und die dieses Jahr einen besonders harten Job hatte. Und da gibt eigentlich einen Blumenstrauß für Sie. Katharina, würdest du bitte einmal auf die Bühne kommen? Ich glaube, dir gebührt der größte Applaus. Glas mit, Tür zumachen und dein ganzes Volk wird dich huldigen und wir singen alle gemeinsam mit dem Orchester. Muss ich denn? Dina, ich fahr nicht mit, ich bleib in Heidelberg. Wo ist dein Mann Douglas? Komm Douglas, doch, komm her. Einsteigen, die Hochzeitskutsche. Und da ist die Zeit. Dankeschön. So. Herr Hofkapellmeister, Sie dürfen.